Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play The Witcher 3 Wild Hunt. Wir sind jetzt hier immer noch in Novigrad am Hafen unterwegs. In der letzten Folge haben wir einen Auftrag angenommen, Spaziergang hier am Hafen. Allerdings finde ich, hat sich das für nicht profitabel herausgestellt. Denn wir haben gerade mal 10 Kronen bekommen. Womit ich sagen muss, ich fühle mich ein bisschen verarscht. Na gut, dafür nehme ich das, was hier noch ist. Das gibt eine Flut. Mein Land schon reicht's mir wieder. Da könnt ihr sagen, was ihr wollt. Das mache ich einfach hier. Die Sachen klauen. Für 10 Kronen? Also ich muss ja auch gucken, wo ich bleibe. Ich klaue gerade ein Pferd. Ups, das ist gar nicht Plätze. Nun denn. Hilfe, rette mich. Ich sterbe an Armut. So, komme ich da nicht dran? Oder was ist hier los? Ne, da komme ich nicht dran anscheinend. Nun gut, aber hier oben können wir noch hin. Eventuell müssen wir mal gucken, ob wir da reinkommen. Ja. So, dann sammeln wir mal das schnell ein. Das gibt's ja nicht. Was gibt's nicht? Hab keine Zeit. Okay. Himmel, Arsch und Zwirn. Ich muss mal ein bisschen aufpassen wieder, wo ich was klaue. Ich glaube, wenn hier in der Nähe Tempelwachen oder sonst was sind, dann bin ich am Arsch. Und zwar richtig. Okay. Aber ich würde sagen, noch kann ich hier Sachen einsammeln. Darf ich hier auch noch Sachen klauen? Ich werde es einfach. Ich bin schick, mein Prügel dick. Die Damen betteln um nen Fick. Ja, ja. Du redest doch eh nur große Wörter hier. Nimm alles mal mit, was wir hier kriegen können, solange hier keine Wache gerade in der Nähe ist. Damit sich auch die Reise hier gelohnt hat, weil er hat nämlich zu mir gesagt, dass es profitabel für mich wird. Sah ich jetzt nicht unbedingt, muss ich sagen. Ich habe da mehr versprochen. Ich dachte eigentlich so an 200 Kronen oder so, weil ich ja auch vorher gesagt habe, das kann er sich nicht leisten. Vielleicht war es aber auch genau das Problem daran. Weiß ich ja nicht. Hätte ich vielleicht so nicht erwähnen sollen, oder? Dass er sich sie nicht angeblich nicht leisten könne. Oder wir hätten die Sache einfach gar nicht unterstützen sollen, vielleicht. Vielleicht hätten wir einfach hier beim Treffen sagen sollen, ich ziehe mein Schwert dann nicht, wenn es zur Konfrontation kommt oder so. Überall Finsternis um mich herum. Kann natürlich auch sein. Reiern oder nicht reiern? Das ist hier die. Hupse! Ja. So, wo kommen wir denn hier hin? Hey, wir kommen von einem Ort zum anderen, ey. Du-dum, du-dum, Wahnsinn. Du-dum, du-dum. Es scheint hier so eine Seitengasse zu sein, oder? Wo wir hier gerade sind. Ja. War ich hier schon? Glaube nicht. Hey, ich klaue ja einfach, obwohl es hier sein könnte, dass hier noch irgendwo eine Wache steht. Ich bin sehr übermütig geworden. Ah, guck mal, hier sind Wachen. Was gibt's da noch zu überlegen? Fesselt den Bastard! Er wollte mich ermorden! Lügner, das hängst du mir nicht an, Dunwind. Und man hat mir noch gesagt, ich soll mit Zwergenabschaum keine Geschäfte machen. Diese verkrüppelten Hunde betrügen immer, aber... Du hast die Bestie doch eingelassen, weil meine Seidenballen dich irre vor Neid gemacht haben. Schieb dir deine Ballen in den Arsch. Was geht? Haltet das Maul, sonst sperre ich euch beide ein. Was geht hier ab? Wo liegt das Problem? Verdammt, noch ein Anderling. Ihr seid überall.
Ruhe! Wir erledigen das schnell. Ich hätte einen kleinen Hexerauftrag für dich. Willst du? Kleine Aufträge sind üblicherweise nicht lukrativ. Dieser schon, keine Sorge. Du musst ihn aber schnell erledigen. Diese beiden Idioten haben mich schon genug Zeit gekostet. Sie teilen sich ein Lagerhaus. Da ist ein Monster aufgetaucht. Aufgetaucht? Einfach so? Du hast es da eingesperrt, damit es mir die Rübe abreißt und du dich an meinen Waren vergreifen kannst. Spinn hier nichts zurecht. Mir egal, wer hier einen Ghoul oder eine Striege auf wen gehetzt hat. Das Biest muss weg, ganz einfach. Und was meinst du, Hexe? Naja, warum nicht, ne? Wenn es ein Monster ist, hier mitten in Novigrad, sollte ich es vielleicht mal besiegen. Gut, ich kümmere mich darum. Kommt nicht in Frage! Anderlinge! Die stecken unter einer Decke! Diese beiden beweisen doch sicher, dass es gar kein Ghoul ist, sondern meine liebe Oma Selig. Ich habe seine Visage nicht deutlich gesehen, aber jetzt, wo du es erwähnst... Hä? Maul halten! Sonst schicke ich euch Inspektoren ins Lagerhaus, sobald das Monster weg ist. What the fuck? Das wird nicht nötig sein. Ich gehe da mal gucken, Leute. Ach, das ist ein Neckar. Ja, der ist schnell gemacht. Komisch. Neckar sind selten alleine unterwegs. Eigentlich ja. Und es ist ziemlich dunkel hier drinne. Gucken uns das mal an. Jemand hat es in einem Käfig gehalten. Hm, die Stäbe sind durchgesägt. So ist es entwichen. Aha. Sehr interessant, würde ich meinen, ne? Das heißt, jemand hat es tatsächlich hier drinnen ausgesetzt. Und ich schätze mal nicht, dass es der Anderling, also der Zwerg war, sondern der Mensch. Ich bin ja mal gespannt, was er dazu zu sagen hat. Einmal durch, bitte. Ich möchte die Sache aufklären. Und? Hast du das Biest erledigt? Jawohl. Hab ich. Ja. Und? Hast du herausgefunden, wie es dahin gekommen ist? Ich habe einen Käfig gefunden und ich schätze mal, dass da den jemand da hineingetragen hat. Ich habe einen Käfig gefunden. Darin hat jemand einen Neckar gehalten. Die Gitterstäbe waren allerdings durchgesägt. Und wollte jemand, dass er entkommt. Wer von beiden war es? Ich habe keine Beweise gefunden. Niemand will Beweise. Wenn keiner gesteht, sperren wir sie beide wegen Behinderung der Nachforschung der Tempelwache ein. Danke für die Hilfe. Hier ist dein Lohn. Auf geht's. Hätten wir noch Beweise finden können? Ein Lagerhaus voller Sorgen. Ich will nochmal kurz reingehen und mal gucken. Ach scheiße, ich kann jetzt nicht mehr rein. Meine Güte. Naja, dann hab ich's wohl jetzt damit vermasselt, oder? Dann looten wir hier in dem hier noch alles, was geht. Warum denn nicht? Ja, ich frage mich jetzt echt bei der Quest eben, muss ich ehrlich sagen, hätten wir da noch Beweise finden können? Hätten wir vielleicht sagen können, hier, so sieht das aus, der und der hat das gemacht? Also, ich habe da jetzt so auf den ersten Hinblick ja nichts gesehen, aber ich würde mal schätzen, auch wenn ich jetzt da mich weit aus dem Fenster lehne, dass es bestimmt der Mensch war. Weil in den meisten Fällen ist es so, dass die Zwerge und die Elfen nicht unbedingt was von den Menschen haben wollen, also böse sind, sondern dass immer die Menschen irgendeinen Grund finden. Das anders kann ich mir nicht unbedingt vorstellen. Aber naja, man weiß ja nie, ne? So, dann sind wir dabei soweit auch fertig. Waren wir denn da komplett fertig da hinten? Nee, ne? Das war jetzt hier nur, weil hier welche standen. Was für ein Hundeleben. Hier oben ging es auch noch rein. Ich habe irgendwas am Rücken. Ja, aber ich kratze dich da nicht. Kannst dich selber kratzen. Oder hier der hier oben, der hier sitzt.
Der hat sonst eh nichts den ganzen Tag zu tun. Er könnte dir auch helfen. Musst nur zu ihm gehen. Eine Etage drüber. Was soll unter Radovid nur aus uns werden? Ich weiß es nicht. Es hörte sich eben so an, als ob da jetzt gleich wer angreift oder so. So. Hier am Hafen? War ich hier schon? Du meine Güte, was für eine Missgeburt. Hier geht's ja rund. Sieht so komisch aus hier. Wie gesagt, ich werde hier erstmal alles einsammeln und dann sehe ich weiter. Hier hinter noch irgendwo was? Nicht wirklich. Oh, das sind Kaufleute. Sammeln wir mal das hier, was wir hier finden, schnell. Wo sind wir hier eigentlich, sag mal? Ach, wir sind hier hinten, okay. Also gehört das noch hier alles mit dazu. Johann, Feuertaufe. Du siehst nicht gut aus. Weißt du, was das ist? Ich fühle mich noch schlimmer. Hatte die ganze Nacht Durchfall. Ein Tag wie der andere. Du hast bestimmt ranzigen Scheiß gegessen. Ich hab doch keine Wahl. Ich esse, was es zum Essen gibt. Diese Verdammt. Also bald reicht das auch selber für mich mit dem Looten. Ich muss sagen, das ist ja schon hier katastrophal, dass man wirklich alles looten kann. Ich meine mal, hey, wie lange soll denn das Spiel noch gehen? Wir sind jetzt schon... Warte mal, kann ich euch ja gleich zeigen. Einfach mal so aus Spaß. 51 Stunden. Mensch. Das ist echt krass, muss ich sagen. Dafür, dass wir jetzt schon so weit sind. Wirst schon sehen, Schlampe. Ich zerschneid dir die Fresse, dass nicht mal mir ein Blinder seinen Schwanz da reinstecken will. Hier gibt's überall was zu tun. Ich übernehme das Schneiden, wenn du näher kommst. So ein großes Maul muss gestopft werden, Hure! Was geht hier ab? Was ist hier los? Hat nichts mit dir zu tun. Verpiss dich! Die Dame möchte wohl nicht mit dir sprechen. Ich komm schon klar hier. Halt's Maul! Verschwinde. Verschwinde. Wer hat dir gesagt, dass du dich einmischen sollst, ha? Hm? Alles in Ordnung, Schatz? Diese Maskerade, nicht die beste Idee, denke ich. Siehst du, was du angerichtet hast? Jetzt ist er ein gebrochener Mann. Ich sollte wohl lieber gehen. Ja, das denke ich auch. Ich glaube, das war ein Rollenspiel, oder? Ups. Also, was lernen wir daraus? Helfe nicht unbedingt jeden x-beliebigen Menschen. Alter, wo sind wir denn hier? Ach Leute, wie groß ist denn die Stadt noch? Das Schlimme ist, ich muss leider alles untersuchen, weil ich bestimmt auch wette, dass irgendwo immer was Wertvolles ist. Und wenn ich das dann nicht gefunden habe oder untersucht habe, dann bin ich immer, ja, enttäuscht sozusagen. Weil normalerweise untersuche ich ja solche Spiele immer grundsätzlich, zu gucken, wo was ist und so, aber... Irgendwo hat es ja auch irgendwo mal seine Grenzen dann, ne? Okay, darauf kommen wir jetzt so nicht. Es sei denn, wir machen uns da voll zum Affen. Nun denn, dann können wir auch hier wieder raus. Frage ist jetzt erstmal, wo sind wir hier überhaupt? Bist du ein Zauberer? Exakt, kleine, exakt. Du bist Chase. Ach, hier sind wir. Warte mal, sind hier Tempelwachen oder so? Ich pass mal lieber ein bisschen auf. Was wird dir morgen bringen? Okay, das lasse ich mal da. Nun denn, nun denn. Kann ich auch noch was looten?
Aber natürlich einiges. So, gucken wir uns mal an, wo wir jetzt überall waren. Wir waren ja sicherlich überall. Wir müssen ja wahrscheinlich hier vorne noch mal ein bisschen was machen. Und dann sind wir hier am Hafen tatsächlich fertig. Ich glaube, ich bist. So. Sei gegrüßt. Dann sammeln wir noch mal alles ein, was wir hier kriegen können. Und dann ist es auch gut, würde ich sagen. Ich werde Schlachter, wenn ich groß bin. Er wird Schlachter, wenn er groß ist. Naja, warum nicht, ne? Denk mal, das braucht man immer. Ein Schlachter. Na, heutzutage immer weniger, aber... Früher war das so. Pass auf, Penner. Novigrad ist nicht dein Revier. Nicht wirklich, da hast du recht. So, machen wir mal ein paar Kisten. Okay, was haben wir hier? Solange die Schwarzen die Freischärler durch die Kettwener Wälder jagen, solange ist Novigrad sicher. Also manchmal... Schade, kann ich nicht aufsammeln. Es gibt halt noch viele Sachen, die sie überdenken müssten, ob man da überhaupt drankommt oder nicht. Ey, der hat die Sachen fallen gelassen, cool. Die verschwinden zwar, aber er hat sie fallen gelassen. Das finde ich in Ordnung. Sozusagen cool gemacht. Was ich ja nicht verstehe, Leute, ist, hier gibt es überall Pakete einzusammeln. Hier steht keine einzelne Tempelwache. Es ist zwar im Hafen, aber hat da nicht jemand Angst vor den Waren oder vor den Sachen hier? Ich meine mal, da kann doch jeder x-beliebige, so wie zum Beispiel ich, hier vorbeikommen. Das einfach mitnehmen. Also stört es den Leuten also ein Scheißdreck, was mit den Waren passiert? Oder wie habe ich das zu verstehen? So, dann gehen wir mal hier wieder zurück gleich. Okay, da kann man nicht rein. Jetzt möchte ich noch mal kurz, bevor wir die Folge beenden, mit Erfolg, wenn ich das so sagen darf, hier reingucken, weil da ist eine Tür, die offen ist. Hier kann nämlich eventuell auch was Wichtiges für uns drin sein. Ich weiß es ja nicht. Und bald fangen wir auch mal wieder das Lesen an. Wir haben jetzt einige Bücher gesammelt und auch noch Einträge, die wir lesen müssten. Und da führt halt kein Weg drum herum. Natürlich haben wir auch einige Bücher, die wir schon doppelt haben und die wir nicht nochmal lesen brauchen. Aber... die können wir dann hinterher verkaufen. Jetzt war ich gerade voll abgelenkt und weiß nicht mal, was ich erzählen wollte, ey. Manchmal passiert das halt, ne? Ich glaube, bald ist wirklich hier genug mit den Looten, ey. Ich übertreibe es auch gerade, glaube ich, so ein bisschen, ne? Das merke ich gerade selber so ein bisschen. Vielleicht sollte ich mal offline hier alles zusammensuchen, weil ich glaube, das macht sonst keinen Sinn, oder? Ich hier offline dann die Sachen loote. Ich meine mal, klar, es ist mein Let's Play. Ich habe zu entscheiden, wie das läuft, aber... Ich glaube, das ist auch für euch nicht so doll. Genauso für mich auch nicht unbedingt das Wahre ist. Ich bin am Überlegen. Ich muss mal gucken. Aber ich werde, das werdet ihr wahrscheinlich schon gemerkt haben, wenn die Loot-Folgen hier dran sind,
werde ich die auch ein bisschen einfach länger machen, dass sich das so ein bisschen ausgleicht, wisst ihr? Dass wir halt in den Folgen einiges schaffen und dann möglichst in den nächsten Folgen nicht mehr allzu viel zu looten haben oder so. Oh, hier ist alles clean. Wunderbar. Jetzt müssen wir hier lang gehen. Hier, ein Schlachter. Hey. Ein guter Tag für Geschäfte. Wenn du das sagst. Hallo, Kamerad. Sei gegrüßt. Hallöchen, ein Kaufmann. Ein wenig fürchte ich mich vor ihm. Vor wem denn? Vor mir? So, dann würde ich sagen, mache ich euch mal ein Versprechen. Und zwar, wir werden in der nächsten Folge hier nochmal ein bisschen looten, aber nicht viel. Und dann außer Narzissen hat das Leben machen wir mal was anderes. Dann gucken wir mal ein bisschen hier rum. Vielen Dank fürs Zusehen trotzdem und bis zur nächsten Folge. Macht es gut. Bis dahin. Tschüss.